was Sie gehört haben. Ich war so lange aktiv im Kirchenkarten auf Leiden zu sein. Und ich freue mich, dort zu sein, wo evangelische Christen miteinander Kirchentag feiern und Zeitansage mit uns allen versuchen. Wo sie miteinander beten, wo sie miteinander Gottesdienst feiern und sich der Öffentlichkeit zeigen. Bisher war das Signal, das sind wir, die evangelischen Christen dieses Landes, die nicht nur hier leben, sondern die das Leben in dieser Gesellschaft mitgestalten wollen. Ich bin also gern hier. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass ich früher als evangelischer Pastor in Mecklenburg und als Teil der Kirchentagsgemeinde tätig war, sondern ich bin auch gern hier, weil ich seit gut einem Jahr Bundespräsident bin. Und es ist wichtig, dass der Bundespräsident, wie auch seine Vorgänger, hier ist und das Wort ergreift. Zeigt damit, ich zeige damit, was die evangelischen Christen hier besprechen, was sie hier miteinander diskutieren, vorschlagen, was sie anregen, fordern, welche Impulse sie aus ihrem Glauben heraus zu geben versuchen. Das ist für unser Land wichtig und hilfreich. Das sollte die Gesellschaft zur Kenntnis nehmen und ernsthaft prüfen. Deswegen auch waren meine Vorgänger. Deshalb kommen politische Leiter, politische Verantwortliche hierher, um ihnen, den evangelischen Christinnen und Christen, zu begegnen. Es geht hier um etwas. Das erfahren wir jedes Mal wieder neu. Das macht diese Versammlung immer auf. Es geht denen, die sich auf dem Kirchentag treffen, eben nicht allein um sich selbst. Es ist ihnen ernst, mit ihrem Engagement für andere, für die Kirche auch, aber für die Gesellschaft eben, für die Umwelt, für die eine Welt. Es geht ihnen immer darum, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, Antworten suchen, Antworten geben auf die Fragen, die sich heute stellen. Und diese Antworten auch wirklich zu beherzigen, und ihnen Taten folgen zu lassen. Das ist der ernste Kern zu einer bunten und hoffentlich auch fröhlichen Versammlung. Das ist die politisch-gesellschaftliche Dimension, die die evangelischen Kirchentage haben, die sie Gott sei Dank zum Wohle der Gesellschaft, der Menschen in ihr haben. Also, es geht hier um das, was wir tun oder was wir tun sollten. Es geht um das, wofür wir uns einsetzen. Aber das ist nicht alles. Das wäre ein halbierter Protestantismus, ein halbierter christlicher Glaube. Es geht nämlich auch um das, was wir sind, was wir haben, wenn wir vom materiellen Haben einmal absehen, was wir bekommen, wem wir uns verdanken. Das ist ja eine unaufgebbare reformatorische Grundeinsicht. Wir sind dazu begnadet, etwas tun und leisten zu können und nicht umgekehrt. Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 können wir uns das nicht deutlich genug vor Augen führen. Zuerst die Gnade. Zuerst das Gegebene, das Geschenkte, das Verdankte. Das geht nicht nur für den persönlichen Glauben, das ist nicht nur abstrakte Theologie, das hat auch eine politische und gesellschaftliche Bedeutung. Es hängt eben nicht alles von uns ab. Das kann auch eine heilsame Entlastung sein. Eine wohltuende Entspannung, in den nicht seltenen Verkrampfungen unseres politischen und gesellschaftlichen Lebens. Es ist allerdings keine Entschuldigung für nichts tun, das so ausdrücken darf. Was uns geschenkt ist, was uns gegeben ist, was wir brauchen und wie viel wir noch dazu tun müssen, das wissen wir nicht sofort. Und das sagt uns auch nicht der erste Blick.
Ich freue mich immer wieder, wenn ich den biblischen Text vom Manna höre, in der auch diesen Gottesdienst zugrunde gelegt haben. Was wir da von Gott bekommen in dieser Geschichte, das knistert zuweilen. Das kann auch fremdeln, vielleicht sogar abenteuerlich. Gottes Gaben sind so, oftmals. Sie sind auch da für heute, für den heutigen Tag, für die aktuelle Situation. In der Wüste einst zeigten sie sich mit einem feinen Knistern. Aber auch wir heute fragen uns manchmal, mein Mut, was ist das? Deswegen ist es gut, dass wir hier in Hamburg zusammen, wir fragen nach dem Notwendigen, das wir unbedingt brauchen. Wir fragen aber auch nach dem Überflüssigen, auf das wir gut verzichten können. Wir fragen nach dem gerechten Anteil eines jeden, der bekommen soll, was er braucht. Und wir fragen als Christen nach den Gaben Gottes für diese Zeit. Was gibt er, das wir brauchen? Was gibt uns sonst eben kein anderer? Und was machen wir aus den Gaben für uns und für diese Welt? Welche Kraft gewinnen wir, wenn wir mit dem rechnen, der nicht von dieser Welt ist? Und wie dienen wir dieser Welt am besten als Verstärker eines sich ständig wandelnden Zeitgeistes oder aber im Vertrauen auf seinen Heiligen Geist? In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen aufregenden, einen fröhlichen, einen ernsthaften. Die Tiefe und das göttliche Geheimnis nicht fürchtenden Kirchentag. Alles Gute, liebe Brüder. Bis wir dann im vergangenen Jahr das Forum
an der Shanghai-Allee eröffnen konnte. Der kleine Holzhof ist mittlerweile nach Nordfriesland umgezogen. Und für mich besteht er auch hier in Hamburg den Geist weiter als ein wichtiges Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir in der Kommune vor vielen Jahrzehnten ganz klein begonnen haben. Ein Zeichen dafür, dass Leben und Begegnung uns immer mehr zusammenwachsen ließen. Ein Zeichen aber auch dafür, dass wir das Vorläufige und das Kleine irgendwann auch hinter uns lassen können, um in festen Vereinbarungen repräsentative Orte und gemeinsame Feiern einzuführen. So viel du brauchst, Schwestern und Brüder, das gilt auch für die Ökumene. Wir brauchen für die Ökumene Orte, in denen wir gemeinsam beten, feiern und uns bewegen können. Für diese Orte gebrauchen Maurer ihre Kennen, Juristen, ihre Paragraphen und Ökonomen, ihre Zahlen. Diese Orte leben aber vor allem davon, dass wir sie uns schenken lassen. Dass wir sie uns schenken lassen von Gott, in Christus, durch den Heiligen Geist, der uns im Gebet, in der Begegnung und in Werken der nächsten Liebe zusammenführt. Als Christ fühle ich mich dort wohl, wo mein Zuhause ist. Unter der Kanzel, wenn ich evangelisch bin, in der Nähe des Altares, wenn ich katholisch bin, im Schein der Ikonen, wenn ich orthodox bin. Jeder und jede braucht so ein Zuhause des Glaubens. Da schlägt man Wurzeln, man wächst im Vertrauen zu Gott und in der Liebe zu den Menschen. Doch wir brauchen auch Orte, wo wir das Gemeinsame feiern können, wo ganze Altar und Ikonen in eine vielgestaltige Einheit zusammenwachsen können. Sichtbar für die Menschen, für unsere Stadt Hamburg und für unser Land. Welche Freude, Katholik zu sein. So drückte es vor 160 Jahren ein Redner bei einem der ersten Katholikentage aus. Auch ich freue mich, katholisch zu sein, so wie ich mir wünsche, dass Sie, liebe evangelische Schwestern und Brüder, von sich sagen, welche Freude, evangelisch zu sein. Damit Sie mich nicht falsch verstehen, das hat nichts zu tun mit Profilökumene, aber umso mehr mit der Einsicht, mit meinem Denken, Beten und Tun. Und jetzt zitiere ich die Charta Ökumenica. Mit meinem Denken, Beten und Tun fühle ich mich tief mit meiner Kirche verbunden. Doch gerade das erlaubt es mir, Selbstgenügsamkeit zu überwinden, Vorurteile zu beseitigen, die Begegnung miteinander zu suchen und füreinander da zu sein. Zu dieser Begegnung, dem Gebet und Nächstenliebe, wird auch dieser evangelische Kirchentag reichlich Gelegenheit bieten. Dafür bin ich sehr dankbar und ich bin sicher, die Wundertüten, die wir haben, werden sich reichlich füllen. Im wahrsten Sinne des Wortes, es können Wunder geschehen an gemeinsamer Begegnung, an gegenseitigem Miteinander
an gegenseitiger Hilfe. So wünsche ich allen Gästen und allen Mitwirkenden am Evangelischen Kirchentag hier in Hamburg von Herzen Gottes Segen. Und wer weiß, vielleicht wird der nächste Kirchentag, der hier in Hamburg stattfinden wird, ja ein ökumenischer Kirchentag sein. Aber, liebe Schwestern und Brüder, zum Schluss muss ich Ihnen ehrlich sagen, dann der Offenheit und der Kooperationsgemeinschaft der evangelischen Kirche finde ich auch diesen Kirchentag schon erfreulich ökumenisch. Ich danke Ihnen. Kirchentage gehören zu den seltenen Gelegenheiten, in
denen sich der Blick auch auf das ganz Grundsätzliche unseres Zusammenlebens richtet. Sie sind daher Worte des gesellschaftlichen Diskurses über fundamentale Fragen. Was bedeutet Gerechtigkeit? Wie sichern wir den Frieden? Wie bewahren wir unsere Lebensgrundlagen? Und wie legen wir nicht bloße Toleranz, sondern auf Augenhöhe und in gegenseitiger Achtung miteinander? Als bedeutsamen Schritt in diese Richtung haben wir in Hamburg im vergangenen Herbst tagkräftig unterstützt von den christlichen und jüdischen Glaubensgemeinschaften einen Vertrag mit den muslimischen und alevitischen Gemeinden unterzeichnet. Er regelt unter anderem die Anerkennung der muslimischen Feiertage und sendet so die klare Botschaft, dass alle Religionen zu unserer Gesellschaft gehören. Der Geist der Gemeinschaft soll in 365 Tagen durch unsere Stadt ziehen. Der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, bezieht sich auf das ethische Fundament des Kirchentages, das besonders die Logik zum Ausdruck bringt. So viel du brauchst, auf dem zweiten Buch Mose. Für mich verweisen diese Worte auf die unveräußerlichen und unantastbaren Grundlagen menschlicher Würde. Auf das, was wir brauchen, um Menschen zu sein. Auf das, was uns niemand wegnehmen darf. Am 1. Mai lässt sich diese Würde am ehesten aus der freien Selbstentfaltung in Arbeit herleiten. Arbeit ist die Voraussetzung für ein sicheres Leben. Vermittelt Bestätigung, ermöglicht Selbstentfaltung und Teilhabe an der Gemeinschaft. Arbeit verleiht uns Würde. Deshalb brauchen wir als Gesellschaft eine Orientierung an drei klaren Prinzipien, die der Würde der Arbeit zugrunde liegen. Wer sich anstrengt, muss etwas davon haben. Wer sich Mühe gibt, muss damit sein Leben verbessern können. Und niemand wird am Wegesrand zurückgelassen. Wenn es uns gelingt, nach diesen Prinzipien zusammenzuleben, dann schaffen wir eine freie, gerechte und solidarische Gesellschaft, in der ein würdevolles Leben möglich ist und jeder bekommt, was er braucht. Damit bin ich beim dritten Aspekt der Wahl des Veranstaltungsortes. Natürlich bin ich als Hamburger Bürgermeister schon prinzipiell erfreut, Sie alle hier begrüßen zu dürfen, aber meine Freude geht weiter. In großen Städten begegnen Sie den Herausforderungen der Moderne, denen wir uns stellen müssen, um eine gute Gesellschaft zu schaffen. Wir müssen bezahlbare Wohnungen bauen, einen Kita-Platz für jedes Kind sicherstellen, Aufstieg durch Bildung ermöglichen und mit einem Mindestlohn, der diesen Namen verdient, ein Mindestmaß an Würde der Arbeit sichern. Eine große Stadt wie Hamburg ist der richtige Ort, um diese Aufgaben anzugehen. Dass viele Veranstaltungen hier in der Hafen City stattfinden, wo mitten in der Stadt ein neuer Stadtteil entsteht, zeugt von der Dynamik und von der Veränderungskraft, die unsere Stadt auszeichnet. Meine Damen und Herren, Hamburg ist auch deswegen eine exzellente Wahl, weil es seit fast 500 Jahren eine Hochburg des deutschen Protestantismus ist. Und zwar nicht sozusagen von oben verordnet, sondern vom Volk ausgehend und fest im Wesen der Stadt verwurzelt. Diese Tradition, die auf Luther und auf Bubenhagen zurückgeht, ist und bleibt uns wichtig und wertvoll. Darum hat der Senat auf den Reformationstag am 31. Oktober 2017 in Würdigung des 500. Jahrestags der Reformation zum Feiertag erklärt. Über die internationale Gartenschau, die vor
wenigen Tagen auf der Elbinsel Wilhelmsburg eröffnet wurde, lockt mit einem Garten der Religion. Ein Tipp für alle, das Bedürfnis nach Entspannung verspüren, vom Hauptbahnhof sind es nur ein paar Minuten dorthin. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, der vierte Kirchentag in Hamburgs Geschichte ist zugleich eine Art Willkommensgruß an die unlängst neu gegründete evangelisch-lutherische Kirche in Norddeutschland. Auch dies ein demokratisch entwickeltes, buchstäblich grenzüberschreitendes Erfolgsprojekt. Hamburg freut sich und ist stolz, Gastgeber dieses Kirchentags zu sein, und es wäre schön, wenn er für möglichst viele die Gelegenheit bietet, alte Freundschaften aufzufrischen und neue zu schließen. Ich danke den zahlreichen Aktiven bei diesem Kirchentag für ihr großes Engagement. Ihnen und uns allen wünsche ich 5 Tage spannende Begegnungen, Platz für Besinnung und Einkehr und nicht zuletzt viel Spaß in Hamburg. Noch einmal herzlich willkommen. Wenn das Video gefallen hat, dann Daumen hoch klicken und den Kanal Kreuzfahrt 3D abonnieren. Ihre Buchung auf kreuzfahrt-3d.de unterstützt unser Projekt.